Nationalspieler Benjamin Henrichs, 21, hat sein erstes Tor für Frankreichs Ex-Meister AS Monaco in der Liga 1 erzielt. Beim 2:2, 1:1 der Monegassen gegen FC Odilon war der Ex-Leverkusener in der 30. Minute zum 1:0 für die Gastgeber erfolgreich. Erlebe die Liga 1 live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Damit wartet der neue Monaco-Coach Thierry Henry weiterhin auf den ersten Sieg mit der AS in der laufenden Saison. Henry muss weiterhin positiv denken. Michael Alphonse, 34. und Mehdi Abheit, 57. brachten die Gäste mit 2:1 in Führung. Camille Glick, 78. sicherte Monaco wenigstens einen Punkt. Ich freue mich über das Comeback der Mannschaft, aber es ist nur ein Unentschieden, es ist kein Sieg, kommentierte Henry, ich muss weiterhin positiv denken. Mehr zu Benjamin Henrichs, der AS Monaco und der Liga 1.